Hallöchen, wir haben einen kleinen Schnitt gemacht, wegen Technischen Gründen. Problemen. Nee, das darfst du ja nicht offiziell sagen. Die Bahn sagt auch immer nur, da ist irgendwo, irgendwie, irgendwas, was uns daran hindert, jetzt weiterzufahren. Ja, sowas wie Menschen. Nein, das dürfen die ja nie sagen, Mann. So. Können. Jetzt werde ich hier schon mit Steinen beworfen. Ja, richtig. Aber jetzt mal Serious Business. Wir werden jetzt plündern gehen, habe ich gehört. Wir gehen einmal in das gegnerische Dorf, holen mir ein bisschen Juhu. Ausrüstung zurück, die ich ja die letzten Folgen über verloren habe. Warum musst du auch immer sterben? Alles andere ist langweilig. Und dann gucken wir mal, dass wir in den Caves auch mal wieder ein bisschen aufräumen. Ich habe gehört, da unten gehen mal wieder Mods die Partys. Aber ich würde sagen, wir suchen jetzt eine neue Cave, oder? Aber du weißt, wie lange das dauert, so einen Cave zu finden. Ich hätte fast gesagt, wir gehen, wenn wir eh schon im Hauptdorf sind, direkt in das Cave dort rein und nehmen einfach mal eine andere Abzweigung wie das letzte Mal. Weil wir haben da ein, zwei Abzweigungen noch nicht genommen gehabt. Bist du dir sicher? Ja, Gegner. Wo? Da vorne ist eine Patrouille. Der Dude im weißen Shirt hier, der rumkriecht. Nein, aber da vorne sind zwei bis drei Gegner. Ich laufe Hallo! gerade auf die. Ja, gut. Katana-Man! Katana-Man! Überlasse ich mal euch, ich habe keinen Katana mehr. Ich bin kein Katana mehr, ich darf nicht mehr kämpfen. Doch, das darfst du. Du darfst nur nicht Katana-Man schreien, wenn du auf die einprügelst. Nehme mir die hier mal als Buff-Hut mit. Sofern ich die irgendwie mehr zerhäckseln darf. Guck mal, die haben Tennisspieler geeffigied. Ey, guck mal, die Eingeborenen hier sind gar nicht so verschieden wie wir. Die nehmen auch tote Körper und bauen daraus tolle Skulpturen. Guck dir Wir das passen mal uns an, einfach nur ey. unsere Umgebung an. Hust, Die hust. haben seine Hände hinterm Rücken durch einen Tennisschläger durchgesteckt und ihm den Tennisschläger in die Fresse gesteckt. Ja, aber Tennisschläger sind nicht so umweltverträglich. Die sind nicht natürlich abbaubar. Wir verwenden Stöcke. Unsere Sachen sind natürlich abbaubar. Also, wir sind schon ein bisschen besser wie diese Eingeborenen hier. Ich würde schon mal gern Tennisschläger verwenden dafür. Der überlegt sich gerade, wie kriege ich die Leiche von diesem Tennisschläger weg? Wie kriege ich den Tennisschläger von dieser Leiche weg? Habe ich nicht eben jenes gesagt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ich nehme mal ein Seil mit, dann kann ich mich da unten auch aufhängen. Hier sind zwei Leichen mit Bist du Tennisschlägern. deprimiert? Nein, ich Ganz mag schön einfach nur gerne mich kreativ, auf. die Alter, Eingeborenen. die machen uns nach. Die lernen von uns. Könnte es sein, dass sie eine natürliche Intelligenz haben? Nein. Die beten uns an. Die sehen uns als Götter, die machen uns nach. Alter, hier ist noch mal einer. Die Dudes gefallen mir immer mehr. Können wir mal fragen, ob wir bei denen im Stamm mitmachen dürfen? Ich mache auch Aufnahmerituale mit. Ist eigentlich zufällig einer von euch über meine Leiche gelaufen? Erinnert ihr euch das noch? Nachdem ich verreckt bin in der einen Folge, dass eventuell ihr mein Equipment geklaut habt. Nicht, dass ich wüsste. Ich muss weg. Geh weiter. Nehmt ihm das Walkie-Talkie ab. Bitte.
Sag mal, habt ihr was gehört? Nee, nur das übliche Geraune von den Neingeborenen hier. Also, ich mach mich mal noch auf den Runterweg. Tschö. Habe ich noch eine Dynamitstange? Moment, ich hol grad eine raus. Schmeiß mal runter da. Alter, hier unten regnet's Funken. Schmeiß runter! Du sollst Bist dich du gerade selber runtergefallen? Runterfliegen. Ja, und jetzt häng ich. Komm unten an und dann hält das sich am Seil fest. Na klasse. Aber Fallschaden hast du schon genommen. Ja. Sehr gut. Dann schluck mal ein paar Pillen. Gib mir was davon ab. So, ich mach mal Licht. Achtung, Augen zu, sonst bist du blind. So, ach ja, es hat sich übrigens, was ich in den Patch Notes auch noch gelesen habe, was bei den Gegnern geändert, nämlich rechts wenn du links? Die anzündest. Oh, rechts geht's glaube ich nicht lang. Wenn du die anzündest. Doch, rechts ging's auch lang, glaube ich. Egal, wir gehen jetzt hier lang. Wenn du die anzündest beim Kämpfen, dann droppen die andere Sachen, weil der eigentliche Loot verbrennt. Was? Ich verstehe kein Wort, das ist so laut hier. Moxeran denkt sich nur, was für die 1,5 Meter Schnur? Wollt ihr an der Schnur runtergehen? Da springe ich runter. Ja, hätte ich jetzt auch gern gemacht, aber ich habe mir gedacht, so viele Medikamente habe ich jetzt nicht dabei. Du alter Drogenjunkie, du sollst sie doch nicht immer fressen. Hallo, Katananen! Könnte mal wieder verlicht sagen. Oh Gott. Warte mal, da rechts geht's runter. Da waren wir glaube ich noch nicht. Mr. Katana Man, könntest du hier ja, einmal bitte? Ganz kurz das Holzding hier hinten zerschlagen? Ja, da waren wir doch schon. Ja, aber ich hätte das Zeug da hinten drin gerne wieder. Wenn wir schon gerade da sind. Warte mal. Schon viel besser. Ja, was gibt's denn hier? Das Tauchequipment? War das hier? Seil? Stimmt, hast du recht. Ach, und wieder die ganzen Magazine und sowas. Habe ich das Zeug jetzt zweimal oder was? Kein Plan. Naja, aber ich würde sagen, wir gehen da nochmal zurück und dann nach vorne links, ja, weil ja. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Können wir ja, gerne also tun. Ich wollte jetzt nur, weil wir gerade da waren, das Zeug holen, ey. Hier, wa? Ja, genau, das meine ich. Oh, guck mal, Zähnchen. Oder was ist das warte für mal. Zeug? Wir warten mal auf den Moxer ran. Ja, komm alleine zurecht. Oh, guck mal, Finger. Sind das Finger? Ja, das sind Finger. Hallo. Das sind Finger und Kadel. Wir machen hier unten ihr neuestes Album. Also so den Dudes. Also so den Dudes lassen. Von Inneneinrichtung haben sie mich jetzt echt gefunden? Fett überzeugt, du. Irgendwas lag jetzt gerade auf dem Tisch, ich hab's eingesammelt und hab jetzt meine Axt abgelegt. Jetzt habe ich meine Axt wieder in der Hand. Das ist glaub so ein Bild oder sowas. Irgendwas zum Anglotzen. Alter, hier liegt ein Herz. Aber dass man jedes Mal diese blöde Fackel neu craften muss, ist ein bisschen nervig. Also hier hinten geht's schon mal weiter. Und hier links auch, aber da geht's nach oben, da kommen wir so nicht hin, glaube ich. Ne, da kommen wir nicht hoch. Dann das ist ja echt ein schöner Altar hier so. Achso, stimmt, ich war ja Priester, ne? Ich bin hier so ein Katholiken-Hooligan. Mololo. Genau. Bekehrt so die Gegner auf unsere Seite. So ein Katholiken-Hooligan, der hier rumrennt und die Dudes bekehren will. Du möchtest sie dazu bekehren mit kleinen Kindern. Nee, warte nee, nee, mal, nee, die nee. Haben da unseren eigentlichen Sohn entführt. Ja, eben. War er überhaupt unser Sohn oder war er, wie heißt so schön, unser Vorrat für unterwegs? Alter, hey, hallo. Habt ihr Zeit, über Jesus Christus zu reden? Den Herrn und Erlöser? Ihr dürft mir ruhig helfen, Freunde. Oh, da er gerade am Sterben ist. Geil, ich sterb gerade, als Tipp kriege ich Newsletter. Welcome back. Ich habe hier hinten Tageslicht.
kam, guck mal nach oben, wo kamen die eigentlich her, die Dudes? Standen hier rum? Keine Ahnung, bei mir standen sie, glaube ich, rum. Ne, die sind, glaube ich, von der Decke gefallen. Die hängen da, glaube ich, jahrzehntelang an der Decke rum, warten, bis irgendein Dude vorbeikommt. Da unten schwimmen Leichen im Wasser. Hier oben ist, hier ist ein Wasserfall mit Licht von außen. Und ansonsten nur Wasser. Könnten wir eventuell mal runtertauchen, wenn uns langweilig ist. Oh. Wo sind wir eigentlich gerade hergekommen und wo können wir überall lang? Hier können wir lang. Wir sind von links hergekommen und können... Genau, Mox mal hinterher. Oh, hier ist ein Seil zum Hochklettern. Ich bin erst da. Hä? Ich fange schon wieder oben an zu klettern. Das ist ja echt Damn Physics, sage ich da nur. Und wir sollten langsam ein Lagerfeuer aufschlagen. Ich hab Hunger. Lasst mich mal wieder eine Fackel bauen. Ich hab eine. Ja, mach mal Licht hier. Okay, dann behalte ich meine mal auf Standby, bis deine ausgeht. Teilen wir uns mal ein bisschen die Arbeit. Oh, hier hat's Koffer. Und weitere Sitze. Vom Flieger. Aber die Koffer hier sind teilweise kaputt. Alter, wie kommen die Fliegerteile hier eigentlich runter? Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Das sieht aber nach Einsturz aus. Warte mal, hier ist es. Ich glitsch mal eben die Wand hier hoch. Da ist auch... Oh, ich habe eine Idee, Leute. Lass mal zurückgehen. Wir haben doch gerade neues Dynamit eingesammelt. Oh ja, schmeiß mal drauf. Die Lunte brennt! Hä, wo denn? Ach da! Ja, war super effektiv, das Ganze. Na gut. Warte, ich mach mal eben Lagerfeuer hier oben hin. Ich glaube, ich habe hier noch einen weiteren Weg entdeckt. Ja, da waren, glaub ich, mehrere. But for now, let me eat a feed. Der hebt mir seinen Fuß ins Gesicht, du. Darf ich mal lecken? Das ist nicht meiner. Ich weiß nicht, ob der nicht eventuell Fußpilz hat. Ja, das stört mich nicht. Hast du ernsthaft einen Stock abgegradet mit Zähnen und Federn? Was die... Nee, eigentlich... Ach, das ist der Upgrade-Stick, nennt er sich. Und was kann der jetzt Tolles? Der kann jetzt beißen, oder was? Stock, den du ganz einfach als Fackel nehmen kannst, so wie die Axt... Halt, ja. Doc. Also ein Arm ist auch nicht gerade nahrhaft. Ne, die Beine geben voll das Futter, oder relativ, aber das nimmt schon wieder hart ab. Da ist noch was zu essen drin, ne? Mox, war das deins? Hat was gegessen, aber ich nehm's gern. Jo, nur zu. Ja, dann Futter. Dann mache ich mal wieder Feuer. Und dann geht's hier mal... Ach nee, scheiße, das war der Weg, wo wir hergekommen sind. Haha. Sicher? Relativ. Jo. Bleib mal da mit deinem Licht. Hier sieht man ja gar nichts mehr, wenn du weg bist. Habe ich mir mal kurz einen Schluck gegönnt? Ich glaube, hier kann man weiter, oder? Nee, doch nicht. Hier liegt nur irgendein Zeug wieder im Wasser. Alter, wie ich hier nicht mehr rauskomme. Ah, sagte er und kam raus. Ah, die Evolution hat ein bisschen gedauert, weißt du? Die Viecher damals sind auch nicht in 2 Stunden aus dem Wasser gekommen und konnten sofort atmen und laufen. Wir trennen uns gerade, habe ich so das Gefühl, liebe Community. Der Alcash rennt da lang, Moxaran. Ich wollte mich einfach nur so ein bisschen als Fackel in den Wind irgendwo hinstellen, dass ich so relativ zentral für euch bin.
Was wir jetzt auch machen könnten, wir könnten natürlich Ich habe schon hier wieder auf. vergessen, den Countdown und den Timer zu starten für die Session. Verdammt, ich auch. Wir könnten aber unsere Community abstimmen lassen, wo wir rumlaufen oder einfach so lange warten, bis wir ein Ergebnis haben. Ich hatte vor, eigentlich heute noch ein paar Folgen mehr aufzunehmen. Hier geht's nicht lang. Hast du was? Nee. Dann gehen wir mal wieder zurück, ein bisschen tiefer in die Höhle und gucken, ob wir da noch andere Abzweigungen finden. Komm mal bitte kurz mit deiner Fackel her, mir wird kalt. Wir könnten aber das auch. Das ist nicht jetzt meine mal Fackel, die dir für, die bei dir für Wärme sorgt. Ja. Und das auch noch hier in der feuchtwarmen Höhle. In einer feuchtwarmen, leicht bräunlichen Höhle. Hör auf! Alter! Gorak Rage Quit Server, bam! Erstmal ein Hardcore-Porno reinziehen, um wieder geerdet zu werden. liebe Kinder, das habt ihr jetzt nicht gehört. Wie war das früher, die Zeiten, wo man noch über die legalen Portale wie Emule und Bearshare Daten gesichert hat und an Freunde weitergegeben hat? Was für Portale? Ich kenne sowas nicht. Ich auch nicht, aber das war dann öfters mal so Zeug wie zieh dir Film X und du bekommst einen Geschwulenporno. sicher, dass, da sind wir doch, glaube ich, hergekommen. Ja, das glaube ich auch. Irgendwo lang? Da sind wir hergekommen, das ist euch. Ja, das würde ich auch sagen, aber Moxaran lässt sich nicht aufhalten, deswegen folge ich ihm lieber mal. Und er okay, lauf weg, Mox, lauf weg, Mox! Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr jetzt hier unten in der Höhle einen Krieg anfangen? Willst du das wirklich, Alcash? Nein! Warum rennst du dann wie ein Bekloppter vor mir weg? Weil ich Angst habe, weil du einen Katana hast und ich nicht. Das ist einfach nur der pure Respekt. Vor mir oder vor dem Schwert? Licht! Warte mal, ich würde sagen, wir machen kurz Folgen-Cut, bevor wir hier weiter in die Höhle vorstoßen. Amen! In dem Sinne, wünsche noch ein erholsames Wochenende, meine Damen und Herren. Ich bin der Priester, ich muss Amen sagen. Oh, warte, warte. Hör mal auf zu blocken. Moxaran, bleib mal bitte kurz stehen. Das ist so ein cooles Bild. Die zwei Dudes mit vollem Blick einfach und mit dem Feuerzeug in der Hand. Ach ja, schön. Also ich habe ein neues Thumbnail für diese Folge. In diesem Sinne auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios. Ciao.